Vlog 2013, Kalenderwoche 39 und 40. Kalenderwoche 39 begann am Dienstag mit einem recht normalen Lauf. Das waren 1,5 Stunden. Donnerstags dann gefolgt von einem etwas kürzeren Lauf, nur 1/4 Stunde. Und das sollte dann als Training für die Woche reichen. Kalenderwoche 39 endete mit dem Highlight Wupperberge Marathon. Da habe ich ja letzte Woche schon ein paar schöne Bilder mitgebracht. Damit kam die Woche dann auf 65 Kilometer. Da haben wir Uerdingen. Im Hintergrund, Vordergrund ist schon Winden, weiterhin Winden und ein Blick zurück Richtung Düren. Denn das Weiße, was da hinten rausguckt, sind dann die Hochhäuser am Miesheimer Weg. Ah, da sehen wir die Sophienhöhe da hinten. Mausaul, Burgberg, Bockheim, Sendemast, Großhau und davor Schafberg. Wo ich gerade auf die neue Strecke der Nordeifel-Trail-Tour gestoßen bin, kann ich eigentlich auch gleich ein Gerücht verbreiten. Dieses Jahr bleibt der Termin noch auf Toten Sonntag, 24.11. Aber gut unterrichtete Kreise berichten, dass darüber nachgedacht wird, den Termin ab dem nächsten Jahr zu verschieben auf eventuell den zweiten Sonntag im November. Das hätte dann den Vorteil, dass manch einer die Nordeifel-Trail-Tour als Vorbereitungslauf für Olnisch-Bar-Olne oder Kobold nutzen kann. Eine lange Runde haben die Kameraden gestern beim 02.11.100 zurückgelegt. 100 Meilen rund um Düsseldorf. Da war ich bei VP2 zu Gast, bei Kilometer 56. Ja, die Flugzeuge, die wir da gehört haben, haben nicht so geknattert. Die waren ein bisschen lauter. Das war nämlich direkt hinterm Düsseldorfer Flughafen. Da habe ich auch ein paar kleine Videoschnipsel mitgebracht. Während ich jetzt auf einem völlig fremden, unbekannten Weg gelandet bin und rätsle, wo ich da auskomme, aber schön ist das. Die 100-Meilen-Läufe haben VP1 vor 3/4 Stunde passiert. Wir haben also noch ein bisschen Zeit, bis die hier sind. Die haben dann noch gut 25 Kilometer von dort bis hier. Schau, Mainzelt steht. Jetzt muss noch ein bisschen was ausgepackt werden an Fressalien. Und das zweite Zelt braucht ein bisschen länger. Dafür wird das aber auch Seitenwände haben.
und noch mehr Wetterschutz bieten. Jetzt sind wir mal gespannt, was es hier heute zu erleben gibt. Wie man sieht und hört, 6 Uhr ist vorbei und damit auch das Nachtflugverbot. Und da sieht man jetzt auch ganz deutlich, wo wir stehen, nämlich direkt unter der Einflugschneise. Aber es ist immer noch duster und es regnet. Zwar nur wenig, aber immerhin regnet es jetzt und nicht nur so ein paar sporadische Tröpfchen, die wir bis jetzt hatten. Ja? Solange das lädt. Ja, jetzt wo die Läufer kommen, kommen keine Flieger mehr. Das ist ganz fies, ne? Dass wir das nicht präsentieren können. Der Himmel ist leer und man sieht, der Tag bricht an. Kalenderwoche 40 war dann vom Kräfteverschleiß des Superberge-Marathon geprägt. Das war dann Dienstag eine Dreiviertelstunde und am Mittwoch eine knappe Stunde. Heute wird es eine etwas längere Runde wieder geben. Mal sehen, ob diese Woche dann nochmal so auf 40, 45 kommt. Lass uns überraschen, was der Tag noch bringt. So, da sind wir in Gai. Hier kriege ich ein paar exklusive Aufnahmen, die ihr im Sportstudio nicht zu sehen bekommt. Live aus Gai, wo gleich das Topspiel des Jahres startet.